Also das ist diese Thematik für diese ersten 7 Jahre. Und dann kommt, wie gesagt, dieser berühmte Zahnwechsel. Und da sage ich gleich noch was dazu. Rudolf Steiner hat zu dieser Pädagogik der Liebe hat er etwas gesagt. Hat man diese pädagogische Gesinnung aus Menschenerkenntnis heraus zur rechten Pädagogenliebe bis zum Erwecken der Pädagogenliebe gebracht, dann kann man sagen, der Lehrer sei reif zum Erziehen, zum Unterrichten. Also er spricht jetzt schon über das zweite Jahrhundert, wenn das Kind in die Schule kommt. Aber im Prinzip gilt das für die Eltern genauso, weil die sind ja auch Lehrer, nur in einer anderen Form, weil der Lehrer nicht mehr durch Vorbild unterrichtet, sondern die Eltern unterrichten durch Vorbild, auch wenn wir sagen, der eigentliche Lehrer ist das Kind. Und das, was er dann eben fordert von den Lehrern dann im zweiten Jahr sieb, das Erste, um was es sich bei einer auf, und jetzt kommt das Entscheidende, Menschenerkenntnis begründeten Pädagogik handelt. Die Waldorfpädagogik funktioniert nur dann, wenn die Pädagogen das Kind erkennen. Elternpädagogik, Erziehung funktioniert nur dann, wenn die Eltern das Kind erkennen oder sich erkennen lassen durch das Kind, sich führen lassen vom Kind. Das heißt, Menschenkenntnis und Menschenerkenntnis ist der Schlüssel zu allem und nicht fachliche Bildung. Zu lernen, den anderen zu erkennen, das ist die große Herausforderung. Deshalb ist es so schwer, Eltern zu sein. Es ist so schwer, Lehrer zu sein. Die Grundschullehrer sind nach den Müttern, sage ich mal, die zweitwichtigsten Personen in unserer Gesellschaft. Mit die zweitwichtigsten. Und zum Glück ist es noch nicht so schlimm wie später in den Gymnasialstufen, wo die Lehrer eigentlich gar keine pädagogische Ausbildung haben, sondern auch Fachausbildung. Weil ich muss ja keine Pädagogik beherrschen beim Jugendlichen. Ne? Also diese pädagogische Fähigkeit, die Grundfähigkeit ist eigentlich Menschen erkennen. Und das ist unser ganzes Bildungswesen müsste daraufhin ausgebildet werden, auch Elternbildung, dass Eltern geschult werden, ihr Kind zu erkennen. In der Partnerschaft geht es dann darum, den anderen zu erkennen. Das lernt man aber vielleicht am Kind nebenbei. Und für die Lehrer genauso. Die Lehrer müssen nur lernen, nur lernen, das Kind erkennen, lesen zu lernen, so wie Goethe das. Und deshalb habe ich das am Anfang gebracht, dass Goethe es vorgemacht hat und Rudolf Steiner hat eine Wissenschaft daraus gemacht. Goethe hat es vorgemacht, dass er Pflanzen so lange studiert hat und auf seiner berühmten Italienreise, das habe ich letzte Woche erzählt, da hat er dann diese Urpflanze gesehen, der hat sie wirklich gesehen, das lebendige Entwicklungsbild einer Pflanze. Und das ist die Herausforderung für Eltern und Pädagogen, ist, das Kind so wahrzunehmen. Und da sind wir noch weit entfernt davon, aber wir müssen irgendwann mal anfangen, wenn man ein Kind anschaut, auf einmal die Entwicklung des Kindes zu sehen. Wenn wir mal so weit sind, dann haben wir die Heiligkeit im Erziehungs- und Bildungswesen erreicht. Also das Erste, was er sagt, um was er sich bei der Menschenerkenntnis begründeten Pädagogik haltet, das ist nicht Regeln anzugeben. So oder so soll man erziehen. Sondern das Erste ist, die Seminarkurse so zu halten, dass man die Herzen der Lehrer findet, dass man diese Herzen so weit vertieft, dass aus ihnen heraus die Liebe zum Kind erwächst. Ein Lehrer, der keine Liebe zum Kind hat, kann niemals ein Pädagoge sein. Bei Eltern setzt er das voraus, dass die das schon haben. Ja? Aber auch Eltern sind da gefordert, ja? Weil das Kind eigentlich hier uns herausfordert, in die Liebe zu bringen. Machen wir weiter. Und dann kommt dieser Schritt dann, deshalb sind die Lehrer jetzt angesprochen, der Zahnwechsel. Das ist das, was passiert, dass nach 7 Jahren eine völlig neue Phase eintritt, das Kind reif wird. Dann kann es anfangen zu lernen, ja. Und deshalb steht ja auch, unsere Kinder sind unsere Rettung. Ja? Richten wir unsere Welt ein, dass wir zuerst dafür sorgen, dass sie das Erforderliche bekommen, dann lösen wir alle unsere Probleme. Und deshalb müssen wir auch den Eltern all das Erforderliche geben, dass sie diesen Mammutjob, von dem es heißt, es braucht ein ganzes Dorf.
um ein Kind zu erziehen, dass man das zwei Eltern zumutet, das ist ja eh eine Zumutung. Ne? Also vielleicht auch in dieser Richtung, dass wir merken, dass wir mehr und mehr und miteinander und füreinander auch wirken müssen, dass diese gewaltige Aufgabe, unser Kind dahin zu bringen, dass es mal eigenständig sich selbst bildet, dass wir das wirklich verwirklichen können in dieser Welt. Das soll es für heute mal gewesen sein, jetzt über diese ersten 7 Jahre. Und jetzt freue ich mich, dass wir noch lebendig in eine Diskussion eintreten können. Gut, danke erst einmal. Jetzt wollen wir diskutieren. Ich will aber noch den Beweis bringen. Das gehört noch dazu. Der Beweis gehört noch dazu. So, das ist jetzt ein Beweis. Das ist ein Videobeweis, ja, für eine Aussage aus der Geisteswissenschaft. Immer die Frage, wie kann man das beweisen? Und wir haben gerade gehört, Rudolf Steiner hat behauptet, das Kind lernt in den ersten Jahren nur durch Nachahmung. Weiß zwar jeder, aber hier sehen wir einen Beweis. Dann können wir vielleicht sogar mal das andere Licht ausmachen. Mach mal aus. Mach mal aus. Unglaublich. Also man braucht eigentlich nichts mehr dazu zu sagen. Man braucht das Video nur immer wieder anschauen und merken, in welcher Geschwindigkeit dieser Nachahmungsprozess über diese Spiegelneuronen, wie das funktioniert und wie sofort der Körper sofort reagiert, die Bewegungen nachmacht, wie das Kind sich hinsetzt und dann das andere bleiben lässt, damit es die Hände machen kann, weil die Intelligenz des Körpers, des ganzen Systems weiß, dass es das noch nicht gleichzeitig schafft. Das ist unglaublich und das ist ein so schöner Beweis dafür, dass wir sehen, dass Kinder in dieser Zeit nur lernen über Nachahmung. Und das sollte uns mal bewusst sein, dass das Kind, ich will nur darauf hinweisen, alles mitbekommt. Alles. Auch was wir denken. Weil, das kann man an Tieren ausprobieren. Das kann man an Tieren ausprobieren. Mit Tieren kann man über Bilder führen. Man schickt, ja, wenn man das gelernt hat, wirklich Tieren Bilder und die Tiere folgen, da braucht man nichts sagen. Und kleine Kinder, wir wissen das über alle Forschungen, wir wissen, dass Kinder die Gedanken der Eltern mitbekommen, die Seelenbilder. Und deshalb lernen die über das, was die Eltern sagen, ist das eine. Aber die Bilder, die sie schicken, das ist das, was sie eigentlich wahrnehmen. Da gibt es einen Sinn sogar dafür. Ja, danke für die Bestätigung. Kennen meine Kursteilnehmer schon aus den Seminaren. Die Kinder lernen, die Kinder sehen diese Bilder. Und deshalb, ja, genau. Und deshalb kriegen Kinder immer mit. Die kriegen immer mit, wenn Eltern lügen. Wenn Eltern etwas sagen und etwas anderes denken, bekommen die Kinder das mit. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, was das mit den Kindern macht. Und ich kann nur ein Beispiel geben aus der Praxis. Eine Frau, die in die Therapie gekommen ist und die verschiedene Glaubenssätze Stück für Stück so eine Zwiebelschalenartig abbauen musste. Bis eben herauskamen, was immer durch die Mutter verursacht wurde. Die erste Erfahrung war mit 4 oder 5 Jahren, steht sie mit der Mutter in der Küche und dann sagt das Kind nebenbei, während es irgendwas schneidet, Mama, du liebst den Papa gar nicht. Sagt das Kind einfach völlig unvermittelt. Und die Mutter schimpft sie aus. Die Mutter sagt so ein Schmarrn und das stimmt alles nicht. Das heißt, was bleibt in der Seele des Kindes übrig?
Das Kind weiß ganz genau, dass es stimmt, weil es das wahrgenommen hat. Sagt das ganz unschuldig und die Mutter haut eine obendrauf. Was passiert in der Kinderseele? Der Zweifel an der eigenen Wahrnehmung. Das Selbstwertgefühl wird reduziert. Das ist dann noch ein paar Mal passiert und so kommt dann ein unselbstständiger Mensch heraus, der an sich zweifelt, der kein Selbstbewusstsein hat, kein Selbstvertrauen und immer wieder in solche Situationen kommt, wo das mangelnde Selbstvertrauen eben eine Rolle spielt. Und bis man dann drauf kommt, was in der Kindheit alles geschehen ist, weil die Mutter das Kind nicht wahrgenommen hat und ernst genommen hat. Und das ist unsere große Voraussetzung als Eltern. Gut, jetzt können wir noch diskutieren.